In diesem Video klären wir, warum Frauen auf Arschlöcher stehen, und am Ende des Videos verrate ich dir eine Sache, die dich sicherlich überraschen wird. Schön, dass du wieder da bist. Ich diskutiere immer wieder die Frage oder kriege auch oft die Frage: Tim, warum stehen Frauen denn auf Arschlöcher? Was macht ein Arschloch so attraktiv für eine Frau? Muss ich auch ein Arschloch werden? Und was Frauen attraktiv an Arschlöchern finden, ist, dass Arschlöcher sich meistens sehr gut durchsetzen können. Ja, Arschlöcher sind, mal, wir definieren es mal als Egoisten, die nur an sich denken, aber die holen sich, was sie wollen. Und sich zu holen, was man will, das ist eine attraktive Eigenschaft, das wirkt auf die meisten Frauen anziehend. Ja, Arschlöcher wirken halt auf die meisten Frauen eher männlich, während ich sag mal, sehr nette Typen oder Typen, die nett sind, weil sie Angst haben, anders mit der Frau umzugehen, eher abstoßend auf die Frauen wirken, eher schwach, eher weinerlich auf die Frauen wirken und eben nicht besonders anziehend. Das ist der Grund, warum Frauen eher auf Arschlöcher stehen, weil Frauen eher darauf stehen, dann von dem Arschloch so ein bisschen dominiert zu werden, statt dass der weinende Typ ihnen hinterherläuft. Das ist die bedeutend unangenehmere Art und Weise von Mann. Das Arschloch hat aber auch noch den Vorteil, dass es relativ unabhängig von der Frau ist. Also während dieser weinende Mann, dieser nette Typ, der aus Angst, ihr zu sagen, was er will, ihren bester Freund ist oder ihren besten Freund spielt, während dieser Mann sehr abhängig von der Frau ist, ist das Arschloch sehr unabhängig, ja, weil das Arschloch interessiert sich kaum für die Frau, hat noch vielleicht ganz viele andere Frauen und ist deswegen sehr unabhängig von der einen Frau. Und das ist natürlich auch für die Frau wieder etwas sehr Anziehendes. Ein Mann, der unabhängig ist, ist sehr anziehend für die Frau. Außerdem ist ein Mann sehr anziehend für die Frau, der eine große Auswahl mit Frauen hat, und jemand, der in dieser Arschloch-Egoistenschiene unterwegs ist, hat das halt meistens, weil er sich holt, was er will, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich muss dir nicht verraten, dass die Arschloch-Strategie, ich nenne es jetzt mal so, nicht auf lange Frist funktioniert, außer bei psychisch kranken oder kaputten Frauen. Da funktioniert das wunderbar, weil die nämlich genau das suchen. Ja, die kennen vielleicht nur schlechte Behandlung durch Männer und suchen dann einen Arschloch, der sie ebenfalls schlecht behandelt. Aber ansonsten, eine psychisch gesunde Frau, sicherlich schläft die auch mal mit einem Arschloch, das weiß sie ja auch nicht sofort, und am Anfang hat er sehr anziehende Komponenten, aber im Laufe der Zeit findet sie raus und die denkt nur an sich, das ist nur ein Egoist, und meistens trennen sich dann die Wege. Also als Arschloch kannst du durchaus Erfolg haben, aber eben auch langfristig nur mit den, ich sag mal, falschen Frauen oder mit den Frauen, die ebenfalls psychisch kaputt sind. Denn, und das will ich ganz klar sagen, ein Arschloch zu sein hat nichts mit psychischer Gesundheit zu tun und ist auch nicht das Ideal, was wir hier anstreben, aber dazu komme ich gleich noch. Ich sag's mal so, das Arschloch ist die beste oder meist eine der besten Auswahlmöglichkeiten, weil es leider keine bessere Möglichkeit gibt. Ja, hier ist der nette Typ, der aus Angst vor allen möglichen Sachen erstmal gar nichts reißt. Das ist das Unattraktivste. So, dann ist das Arschloch, das hat attraktive Eigenschaften, ist aber ein Egoist und deswegen vielleicht auch eher für kurze Sachen möglich und für lange Frist dann für gesunde Frauen nicht so interessant. Es gibt leider sehr, sehr wenig wirklich attraktive Männer. Das gibt es leider sehr wenig, und sei gut, dass du hier auf dem Channel bist, gut, dass du dich mit diesem Thema auseinandersetzt, denn du bist auf dem Weg zu genau so einem Mann. Und was macht diesen attraktiven Mann jetzt aus? Also die Frauen wollen kein Arschloch, das wollen die eigentlich gar nicht, aber es gibt keine besseren Möglichkeiten. Es gibt manchmal keine besseren Auswahlmöglichkeiten. Und dann nimmt man lieber den etwas egoistischeren Mann als den Mann, der komplett schwach ist und angstbestimmt. Ja, so denken die Frauen, und das ist auch sehr nachvollziehbar. Aber der Arschloch ist eben das ist nicht die beste Entscheidung, die man haben kann, sondern so eine Notentscheidung. Außer, wie gesagt, die Frau hat selber Probleme und möchte als schlecht behandelt werden. Die gibt es, die Frauen da draußen, glaub mir. Die kenne ich, habe ich auch mal gedatet. Und es gibt Frauen, die wollen schlecht behandelt werden, und für die ist dann so eine Arschlochperson eigentlich sehr gut. Aber das sind ungesunde Beziehungsmuster, von denen wir hier jetzt nicht reden wollen. Kommen wir vielleicht in zukünftigen Videos mal drauf. Also, was sollst du denn jetzt machen? Das Arschloch ist falsch, der nette Typ ist falsch. Was sollst du jetzt machen? Sollst du jetzt eine Fledermaus werden oder vielleicht schwul? Nein. Die Antwort liegt in der Mitte. Hier ist das eine Extrem, das Arschloch. Hier ist das andere Extrem, ich nenne es mal den Nice Guy. Man sagt immer der nette Typ, aber ich werde gleich dazu kommen, warum das eigentlich falsch gesagt ist. So, und in der Mitte liegt die Power. Ja? In der Mitte ist der beste Ort, an dem du sein kannst. Das Problem ist, dass die meisten Männer erstmal hier von der Seite kommen, vom netten Typen. Da kam ich her, da kamen viele meiner Teilnehmer her. Und wenn du meine Videos schaust, bist du vielleicht auch selbst noch an diesem Punkt. Erstmal gibt es zu verstehen, dass der nette Typ gar nicht nett ist. Nett zu sein ist nicht schlimm und keine schlechte Eigenschaft. Der nette Typ, ich würde den lieber, also man sagt ja den Nice Guy, ich würde den lieber als den Angst Guy bezeichnen. Denn der Typ hat einfach Angst. Der hat Angst, klar zu sagen, was er will. Der hat Angst, die Frauen zu verlieren, die er vielleicht kennengelernt hat. Und deswegen handelt er nett.
der ist nicht wirklich nett. Es geht ihm auch um sich selbst. Der ist genauso egoistisch wie das Arschloch, nur auf andere Art und Weise. Noch unattraktiver egoistisch, weil er denkt nur an sich selbst. Er hat Angst, die Frauen zu verlieren. Er will, dass die Frauen ihm seine Bedürfnisse erfüllen. Deswegen ist er nett. Nett als Taktik. Der ist nicht wirklich nett. Das ist nur seine Taktik. Eigentlich hat er Angst. Ja, deswegen ist es eher der Angstmann, nicht der nette Mann, der Nice Guy. Ja, so. Die meisten starten hier. Und was sie dann machen ist, sie stößen auf teilweise auch sehr fragwürdige Pick-up- oder Dating-Trainer und gehen dann in diese andere Richtung, in diese Arschloch-Richtung. Ja, das nennt man überkompensieren. Wenn ich hier im Extrem war, ist es meistens so, die Leute sind in einem Extrem, der Angstmann, und dann überkompensieren sie ins andere Extrem, das Arschloch. Der nette Mann, der Angstmann, das Arschloch. So. Und irgendwann, das war bei mir genauso, pendelt sich das dann in der Mitte ein. Ich war auch erst der Angstmann, dann das Arschloch und jetzt bin ich eingependelt. So, was ist jetzt dieser eingependelte Mittelmann, den die Frauen eigentlich wollen? Die Frauen wollen einen Mann, der sich durchsetzen kann, eine Arschlochfähigkeit, der sich nimmt, was er will, eine Arschlochfähigkeit, sage ich mal, aber auf der gleichen Seite auch Fähigkeiten hat wie Empathie, sich um die Bedürfnisse anderer zu kümmern, zu schauen, was die Frau will und braucht. Also du kannst dir das ungefähr so vorstellen, dieser Mann in der Mitte, ja, der erleuchtete Mann oder wie auch immer du es nennen willst, der starke Mann, kannst du deinen eigenen Begriff für entwickeln, der führt eben in seinem Leben sehr stark, der ist eine Führungspersönlichkeit in seinem eigenen Leben, aber trotzdem nimmt er noch andere Leute mit auf seine Reise und schaut, dass es auch denen gut geht. So wie eine Führungsperson das tatsächlich auch machen würde. Der Führer eines Volkes, der Führer eines Stammes. Natürlich führt der stark und klar und entschieden. Er trifft Entscheidungen, auch unpopuläre Entscheidungen, starke Entscheidungen. Aber auf der gleichen Seite nimmt er die Leute mit und passt auf die Leute auf und schaut, was brauchen die Leute. Und genauso ist es, wenn eine Frau sagt, sie möchte einen starken Mann, an den sie sich anlehnen kann. Sie meint nicht, sie möchte ein Arschloch, das sie fertig macht. Ein Arschloch, das sie ignoriert. Das meint sie damit nicht. Sondern sie meint einen Mann, der mutig und stark in seinem Leben unterwegs ist und der sie mitnimmt auf dieser Reise. Ein Mann, an den sie sich anlehnen kann. Also der Mann in der Mitte, der denkt eben nicht nur an sich selbst, sondern auch an andere. Gleichzeitig hat er aber auch ein starkes Ich, ein starkes Selbst, das sich Dinge holt, die es möchte, das klare Grenzen setzen kann, hatten wir jetzt gerade erst im Video besprochen, und dass sein Weg in der Welt geht. Ne? Also ein Mann in der Mitte, ein starker Mann, der hat sich zuerst mal ordentlich um sich selbst gekümmert und dann, als er sich ordentlich genug um sich selbst gekümmert hat, hat er gesehen, okay, jetzt habe ich genug Energie, um mich auch um andere zu kümmern. Jetzt kann ich geben, weil ich es selbst genug habe. Ein Egoist, ein Arschloch nimmt nur. Der will nur Sex von den Frauen, Aufmerksamkeit, der nimmt nur. Ein netter Typ, der will auch nur nehmen. Ja, der ist bedürftig, der will Anerkennung von Frauen, der will Liebe von Frauen, weil er keine bekommt oder denkt, er hätte keine. Das sind beides bedürftige Zustände. Aber der Mann in der Mitte, der starke Mann, der ist bereits mit sich selbst erstmal vollständig und hat dann erkannt, okay, es geht auch um andere und ich nehme andere mit auf meine Reise und kümmere mich um andere. Um die Frau an meiner Seite. Das ist ganz witzig, weil ich selbst gerade in, ich sag mal, der letzten Phase dieser Entwicklung bin. Ich war sehr, sehr lange sehr egoistisch. Und wenn du schon sehr lange meine Videos schaust, dann kennst du diese Phasen auch. Nicht, weil du sie in den Videos erlebt hast. Zu dir bin ich nicht so als Zuschauer. Aber in meinen ersten Videos, da war ich auf jeden Fall auch noch in dieser Phase. Das Ganze beginnt sich erst so seit, ich sag mal, einem Jahr in diese Richtung zu entwickeln, dass ich merke, oh, okay, es geht eigentlich nicht um mich. Es geht nicht so sehr um mich. Liegt aber auch daran, dass ich mittlerweile mein Leben an einem Punkt habe, wo ich sage, dass ich zufrieden bin und dass das alles auf einem guten Punkt ist. Natürlich will ich weiterkommen und das werde ich auch, aber es ist auf einem sehr guten Punkt, auf den ich es gebracht habe. Meine Bedürfnisse sind erstmal sehr gut befriedigt. Und jetzt erkenne ich halt, okay, es geht auch um die anderen. Habe ich früher leider nicht erkannt und dadurch viele Frauen auch verloren auf lange Sicht. Wie gesagt, das Arschloch funktioniert auf lange Sicht nämlich nicht. Leider habe ich Frauen verloren. Und jetzt bin ich halt an diesem Punkt, wo ich es zusammengefügt habe und wo ich merke, hey, ich habe meine eigenen starken Grenzen, ich bin als starker Mann im Leben unterwegs und jetzt geht es aber auch viel um andere Menschen, ums Zurückgeben. Denn geben kann man nur, wenn man selbst voll ist. Wenn du selbst nicht voll bist, nicht in der Fülle bist, kannst du auch nicht geben. Wie denn auch? Ja, geht ja auch nicht. Ja, dann wirst du dich immer darum kümmern, ich brauche noch das, ich brauche noch das, ich brauche noch das. Du wirst immer entweder das Arschloch sein oder der Angstmann bzw. der nette Mann. Und deswegen wollen die Frauen das Arschloch,
Aber eigentlich auch nicht, weil es ist einfach nur die schlechteste von allen Wahlmöglichkeiten, weil es leider sehr wenig starke Männer gibt. Und wenn du jetzt hier auf dem Channel regelmäßig dabei bist, dann sehr geil, denn dann bist du genau auf dem richtigen Weg. Wenn du zu diesem Konzept noch Fragen hast oder irgendwelche Anmerkungen, in die Kommentare, würde mich freuen über jeden Kommentar. Ich beantworte jeden Kommentar, wie ihr ja unschwer erkennen könnt. Hier links neben mir könnt ihr den Channel abonnieren. Unter mir geht es zur kostenlosen Beratungssession, in der wir einen Schritt-für-Schritt-Plan entwickeln, wie du in den nächsten Monaten deinen Erfolg mit Frauen verdoppeln, verdreifachen kannst, mehr Frauen kennenlernen kannst, als du je in deinem Leben zuvor kennengelernt hast. Da kannst du dich für bewerben unter mir. Und rechts in der Ecke geht es zu einem Video, das ich dir empfehle, wenn dir dieses Video gefallen hat, nämlich das Video zum klare Grenzen setzen. Wir haben eben darüber gesprochen. Schau dir das unbedingt an. Ansonsten geil, dass du hier warst. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.